So, wir sind wieder die EC-Boys. Heute gibt es ein kleines Laber-Video und was wir so machen und warum es so lange kein Video gab. Und wir fangen mal an mit den Projekten, die momentan so laufen und was momentan so passiert ist, was ihr nicht gesehen habt. Und wir fangen an mit dem Carbon Fighter. So, wir sehen, alles selbe Technik, immer noch das gleiche vorhanden, immer derselbe Motor. Sonst war nichts passiert. Ja, momentan bauen wir für den Carbon Fighter die Karosserie von einem amerikanischen Pickup Truck, passend auf den Carbon Fighter. Allerdings passt er vorne noch nicht so ganz drauf. Da werden wir uns aus Gorilla Plastik noch was bauen. Ja, das war jetzt erstmal das erste Modell. Mal einen Rundum drehen, rundum so. So, das war der Carbon Fighter. So, dann haben wir noch ein neues Auto. Was habt ihr in unseren Videos noch nicht gesehen? Aus folgenden Gründen: Wir haben es neu. Wir haben 4 Akkus damit gefahren und dann hat es den Motor zerlegt, der ist abgeraucht und ja, welches Auto ist es? Es ist dieses Auto, der Rally Stimdart von Rally halt. Ja, was ist in diesem Auto verbaut gewesen? In diesem Auto war eine Würst-Kombo drin, die haben wir schon ausgebaut und der Regler ist soweit noch ganz intakt. So, das ist der Regler und das ist der Motor, der drin saß. Der ist kaputt gegangen aufgrund von Steine in den Kühlschlitzen. Deswegen haben wir den gleich ausgebaut, haben schon einen neuen bestellt. Der kommt demnächst ein Unboxing oder ein Einbauvideo. Ja, das Auto hat keine Karosserie. Und hat nur ein Heckspoiler. Oben die Klasse in der Carbonoptik habe ich mit Folie beklebt. Und an der Antenne habe ich aus 2 Schläuchen einen Brechschutz gemacht. Wir können den jetzt immer biegen und knicken und hoch. Ja. An der Stelle, an dieser Stelle saß der Regler. Und hier saß der Motor. Da ist der Motor und es war eine Übersetzung von einem 22er auf ein 44er Hauptzahnrad und ein 22er Motorzahnrad. Ja, dann das war der Stimdart, der wurde mit den 3000 mAh normalen NIM-Akkus betrieben mit dem Tamiya-Stecker. Das war der Stimdart. So, und was ist im Moment mit meinem Rex los? Ja, mein Rex. Eine Hinterachse. Eine Vorderachse. Und ein Chassis. Ja. Und ein Motor. So. Was passiert? Und natürlich der Hauptgrund, warum wir das Ganze auseinandergebaut haben. Schieben wir das Ganze mal auf der Seite. Es hat sich die Kupplung verabschiedet. Und für die Geschichte werden wir euch jetzt nochmal näher ranholen. Thank you.
da sind wir da dran, das ist die Kupplung. 13T. Ja, die hat von unten auch schon ganz schön den Lippen. Da kommt, wird eine neue wahrscheinlich kommen, aber das erste wird drin bleiben. Dann das Schwungrad. Ja, das hat schon mal besser gezeigt. Ich bin mit Zeit in die Sonne. Dann mach ich schnell gut vorne einmal. Und dann die Kupplungsbahn. Hier drin, da. Ja. Der Konus. Und die Schraube. Ja, es wird eine Tuning-Kupplung reinkommen mit einem neuen Motor. Das wird aber auch in einem zusätzlichen Video noch kommen. Der Motor an sich, ja, den Rieb und alles abgebaut. Vielleicht kann man sehen. Da ist der Kolben. Ja, der Kolben hat Millimeter die Gewicht, das haben wir, können wir jetzt so leider nicht zeigen, an den Force 21er. Weil ich das leider schon zusammengeholt habe, bevor ich das Video gedreht habe. Ja. Kommt ein neuer rein. Das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Erst kommt die Kamera mit Zinder neues Zeit rein. In dem Chassis hat sich soweit nichts getan. Nur Carbonfolie halt viel beklebt. Ja, da. Ja, und warum gab es so lange keine Videos? Es gibt mehrere Gründe. Wir hatten erst lange Probleme mit unseren Motoren. Wir haben ja, wie ihr seht, zwei verschiedene Carbonplatten noch in unserem Kanal. Von zwei gehören nicht alle mir, sondern auch ein paar Freunden. Und bei dem einen ist der Motor, hat sich festgebrannt, deswegen müssen wir da mal nach meinem Motor gucken. Und ja, beim zweiten ist er tauchen gegangen, das haben wir leider nicht auf Video zeigen wollte, noch eingeblendet. Und ja, der ist halt gedriftet und in den Graben reingefallen und dann hatte der halt auch ein bisschen Sendepause. Aber dann habe ich ihn neu eingestellt und jetzt läuft er wieder. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego.